Hallo Leute in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute haben wir etwas ganz Besonderes, ihr hört es schon. Ha? Ihr hört diese super lustige, fröhliche, schöne Polka. Und wir haben da am Internet ein bisschen rumgedoktert und nach Musik gesucht, wie wir das immer machen. Zuerst auf YouTube nach Musik, die man brauchen kann für Rezepte oder so. Wir haben nichts gefunden. Ich wollte wirklich was typisch, ein bisschen Schweizerisches. Und dann ist mein Mann auf Internetseiten gegangen und hat was gefunden. Wir haben ein paar Musikstücke abgehört und plötzlich spielte er mir dieses Stück an. Und das ist die Glückspolka vom Werner Knöpfel. Und das ist eine super Polka, die gefiel mir sofort und habe ich meinen Mann gebeten, bitte schreib den Mann an und frag, ob wir die benutzen dürfen. Und der Mann hat sogar schnell reagiert. Innerhalb von einer Stunde hat er reagiert und uns das Okay gegeben, das grüne Licht. Also, Herr Knöpfel, vielen herzlichen Dank von unserer Seite. Wir freuen uns gigantisch und hier gibt's jetzt das echte Original Berner Zopfrezept und ihr Deutschen da draußen, ne? Denkt dran, das ist kein süßer Teig. He? Das ist nicht wie in Deutschland, das ist ein Brotteig, das ist Brot. Damit könnt ihr alles essen. Ihr könnt Honig draufhauen, Marmelade, aber auch Schinken und Speck und Eier, alles. Das ist das Sonntagsbrot der Berner. Das ist original, echt Berner Rezept. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Wir brauchen 1 Kilo Weizenmehl, Type 405. 600 ml Vollmilch, 3,5% Fett, 2 Teelöffel Zucker, 4 Teelöffel Salz, ein Päckchen Trockenhefe, in der Schweiz sind das 7 Gramm, 2 Eier Größe M und 150 Gramm Butter. Zuerst teile ich die Eier. Anderthalb Eier brauche ich für den Zopf selber, für den Teig. Aber vom zweiten Ei brauche ich nur das Eigelb. Das tue ich separieren, weil das brauche ich dann, um den Zopf zu bestreichen. Und beim Eigelb tue ich noch einen Esslöffel Milch dazugeben. Dann verquirlen wir das Ei mit der Milch. Verquirlen wir das zweite Ei auch gleich, das anderthalb Ei für den Zopf. Dann ist das schon mal gemacht. So, auf das Schüsselchen mit dem Ei für den Zopf zu bestreichen, das tue ich in den Kühlschrank. Da tue ich immer ein Tellerchen drauf. Jetzt fangen wir an mit dem Teig. Tue mir das Mehl in die Schüssel, die Trockenhefe. Wir tun einfach alle trockenen Zutaten in die Schüssel, damit sich das schon gut vermischen kann. Dann die 2 Teelöffel Zucker. Die 4 Teelöffel Salz, und in der Zwischenzeit tun wir die Butter schmelzen in der Pfanne. Sobald die geschmolzen ist in der Pfanne, nehmen wir den Topf vom Herd weg und rühren die Milch ein. Dann kontrollieren wir die Temperatur, dass es nicht zu heiß ist. Ja, ist lauwarm. Dann kann man das anderthalb Ei, das wir zerklopft haben, auch unterrühren, einrühren. Dann haben wir alle flüssigen Elemente zusammen. Und das geht jetzt ins Mehl rein. Das kann man auf einmal reinschütten, ist kein Problem. Jetzt lassen wir diesen Teig 10 bis 15 Minuten kneten. Ihr müsst es einfach so lange kneten, bis der Teig sich vom
Rand, also bis der Teig sich löst von der Schüssel, dann ist er gut. Wenn ihr das von Hand macht, müsst ihr länger, dann müsst ihr sicher so 20 Minuten Teig kneten. Das tue ich mir natürlich nicht an, bin ja nicht verrückt. So, und seht ihr, wie der Teig ist schön weich. Ein richtig schöner, saftiger Teig. Jetzt habe ich den auch noch halbiert, weil ich will ja zwei Zöpfe machen. Ich will nicht einen großen Zopf machen. Ich mache zwei kleinere Zöpfe. Die habe ich in Glasschüsseln getan, natürlich auch immer große Teller drauf. Und dann lasse ich die mindestens 6 Stunden aufgehen. Ihr könnt sie auch länger aufgehen, je länger, je besser. Also 12 Stunden, 24 Stunden ist kein Problem. Aber ich habe sie nach 6 Stunden machen wollen, damit das ein Ende hat, die Arbeit. Habe ich den Teig aus der Schüssel genommen und dann so ungefähr halbiert. Ihr könnt natürlich präziser sein, ihr könnt das auch mit einer Waage machen, dass es ganz präzise ist. Und wie gesagt, ich bin keine gute Zopfmeisterin, ich bin nicht so gut im Zöpfeflechten. Aber zuerst müsst ihr den Teig ausrollen. Und ihr seht, ihr braucht eigentlich kein Mehl. Der Zopf ist so schön fettig und feucht, aber nicht nass. Das geht wunderbar. Und jetzt kommt eben mein Schicksal. Am Anfang geht es immer gut mit dem Zopf machen, aber nachher kriege ich immer ein Chaos im Kopf. Und das Ende ist immer schlimm. Da muss ich noch ein bisschen üben mit dem Zopf. Weil normal mache ich Brötchen. Also entweder ganze Brote oder so kleine Brötchen. Ich mache selten Zopf. Aber gut, das ist ein Zopf, nicht der schönste, aber es ist einer. Und nachdem ich den aufs Backblech gelegt habe, habe ich den gleich mit dem Eingelb eingepinselt. Der zweite habe ich dann auch noch eingepinselt, der war noch schrecklicher geworden. Na, man muss ja auch mal das zugeben, dass man nicht immer perfekt ist in allem. Und dann lasst ihr das nochmals eine ganze Stunde einfach so gehen. Kein Tuch drüber, nichts, ihr könnt ihn so stehen lassen. Nach einer Stunde ist er nochmal aufgegangen. Dann bepinselt ihr die Zöpfe nochmal mit dem Rest von dem Eigelb-Mischung mit dem 1 Esslöffel Milch. Voilà! Und jetzt geht das Ganze bei 200 Grad für 40 bis 45 Minuten in den Ofen. Und danach holt ihr die Zöpfe raus und lässt sie auskühlen auf dem Gitter. Die sehen toll aus, die rochen so gut. Also ihr müsst sie mindestens für eine halbe Stunde auskühlen lassen. Wenn sie lauwarm sind, dann könnt ihr sie anschneiden. Wir haben dann auch nicht mehr gewartet. Und nach einer halben Stunde haben wir sie angeschnitten. Und die ganze Wohnung duftete nach diesem Zopf. Es schmeckte wunderbar, wunderbare Zöpfe geworden. Auch die Nachbarn freuten sich darüber. Versucht es nachzubacken, es ist super gut geworden. Tschüss zusammen, ciao, ciao.